herzlich willkommen zu einem neuen Part von unserem Pokémon Y Wonderlog. Und ich habe Melanie von diesem Kanal gekickt. Wir sind nicht mehr zusammen. Haha. April, April. Ist noch nicht April. Wenn das Video hier veröffentlicht wird, ja. Toll. Ihr solltet auch mein April-Scherz-Pokémon-Kampf-Video angucken. Okay. Und ich kaufe jetzt erstmal nochmal 10 zusätzliche Super-Bälle. Na. Ja. Denn mit diesen wunderschönen Super-Balls werden wir uns jetzt das Relaxo fangen und damit einen neuen Wundertausch initiieren. Haben wir schon so lange keinen mehr gehabt. Yeah. Willkommen werden. Hoffentlich irgendwas Tolles. Ich habe jetzt letztens ein paar Shinies im Wundertausch vertauscht. Hoffentlich kriegen wir auch sowas. Was? Ich habe letztens ein paar Shinies im Wundertausch vertauscht. Hoffentlich kriegen wir auch sowas. Ernsthaft? Ja, habe ich. Toll? Ja. Du guter Mensch, du. Ja, ich weiß. Und es waren nicht irgendwelche scheiß Shinies, die halt beim RNG nicht richtig gelaufen sind. Mhm. Ja. Oh, oh, Boris. Wir vermissen dich, Boris. Mhm. Du warst so gut. Okay, ich weiß, es macht nicht viel Schaden, aber erstmal Lebensstelle, damit Boris nicht viel Schaden, damit... Ja, wir nennen ihn jetzt einfach nur Boris. Damit Boris nicht viel Schaden machen kann. Genau. Oh, das wird ja ein Spaß, wenn er seine Verteidigung erhöht. Mhm. Ich wünschte, ich hätte einen Meisterball. Ein I, ja stimmt, es kann ein Igler, Amnesie, halt also diese nervigen Sachen, ne? Ja. Habt ihr heute denn schon Leuten viele tolle Streiche gespielt? Nö. Ich bin ja mal gespannt auf den Blizzard-Streich, weil Blizzard macht ja an sich immer sehr schöne April-Scherze. Ja. Bin ich mal gespannt. Mhm. Boah, Boris trifft bald nicht mehr. Ich bin bald bei minus 6, dann trifft er irgendwie bald 100% Attacken bei einer, genau, bei einer Wahrscheinlichkeit von 25%. Weil es ja wie in allen anderen, wie bei allen anderen Sachen, dass du dann da halt weniger wahrscheinlich triffst und mehr wahrscheinlich triffst, ne? Mhm. Heißt, wenn man es natürlich schaffen würde, die den Fluchtwert zu erhöhen. Oh, Moment. Was konnte das Vieh nochmal alles? Er kann Schlecker, ja. Kann er nichts anderes als Schlecker, dann ist nämlich. Also zum Angriff, dann ist nämlich Nesquik die optimalste Chance. Mhm. Mal. Oh, er kann noch Tackle. Oh. Scheiße. Guckt euch an, wie viel Schaden wir machen. Gar keinen. Das wird ein Spaß. War irgendwie doch eine blöde Idee. Ich hätte direkt erstmal Schaden machen sollen. Ja. Okay. Glütexo. Geh in den Kampf. Du mit deiner Glut wirst doch hier alles wegglühen. Deswegen habe ich dich Glütexo genannt. Mhm. Außer es hat Fickfett. Dann sind wir am Arsch. Nein. Hm. Gucken wir mal, Glut. Wobei, ansonsten, ich habe immer noch Drachenwut. Oh, wir haben die Verbrennung gekriegt. Kann man nicht fangen? Ja, aber Drachenwut macht halt immer 40 Schaden. Ach so. Ich guck mal, wenn ich noch Kratzer mache, sollte nicht allzu viel machen. Jetzt habe ich nämlich Angst, Drachenwut zu benutzen, jetzt wo ich die Verbrennung gekriegt habe. Oh, sogar ein Volltreffer. Oh. Aber er hat die Sinelbeere. Ich habe halt jetzt wirklich Angst, Drachenwut zu benutzen, da ich nicht genau weiß, wie viel KP es hat. Ja. Deswegen, oh große Hexgötter, geh in den Heilball! Heilball. Ja, den Heilball. Ernsthaft. Hätte ja sein können. Dass die Verbrennung gekommen ist, ist wirklich scheiße, weil dadurch hat es nicht mehr lange zu leben. Nee. Die Wahrscheinlichkeit, dass es im Ball bleibt, wird dadurch natürlich höher, aber es hat nicht mehr lange zu leben. Und wenn wir dann Pech haben, kriegen wir auf dieser Route kein neues Pokémon. Und so wird dann insgesamt kein neues Pokémon. Ja. Ich hätte jetzt schon gerne... Wahrscheinlich würden wir jetzt irgendwie ein Mewtwo oder sowas kriegen. Bestimmt. Krieg bestimmt ein Mewtwo. 1, 2, 3. Yes! Und es ist drin. Klasse! Relaxo wurde gefangen! Gefangen? Gefangen. Das ist funky.
Für Relaxo wurde an einem Tag im Pokédex eingeführt. Yeah! Wir werden hier auch noch weiter natürlich wieder ein paar Trainer umgehen, einfach weil wir diese Regelung haben mit, mit so und so viele, ne? Ja. Nein, dass wir ja nur so ein hohes Level erreichen dürfen. Und ich habe Angst, dass wir nachher komplett überleveln und dann nachher irgendwelche Pokémon nicht verwenden dürfen. Ja. Und dann müssen wir nachher irgend so einen Scheiß nehmen wie Potrott. Was ist gegen Potrott? Potrott ist scheiße. Ich weiß, jetzt haben wir... Was hast du gegen Potrott? Potrott ist scheiße, ist ein scheiß Pokémon. Was hast du gegen Potrott? Es kann gar nichts. Doch. Okay, unter den perfekten Bedingungen in Fury, quasi im Fury Crafting, ist Potrott das stärkste Pokémon aller Zeiten. Aha. Irgendwie im, ich weiß nicht genau, aber irgendwie wenn es im Regen, ne? Ja. Beim Walzer auf der höchsten Walzerstufe, ne? Ja. Ich weiß nicht, auf jeden Fall alles Mögliche noch da so drinne bei plus 6 und sonst was, ne? Ja. Also ziemlich irgendetwas, was nie im Leben eintreten wird, ne? Ja. Macht Potrott irgendwie so über 1 Billion Schadenspunkte. Ernsthaft? Ja. Toll. Warum gehe ich jetzt auf Kampfblaser? Ich wollte doch Wundertausch. Schatz. Because you fucking can. Sag es mir. Warum? Because you fucking can. Wir machen einen Wundertausch und hoffentlich kriegen wir irgendwas Cooles. Wir haben ja das letzte Mal ein Lucario gekriegt. Oh, es hat sogar Speckschicht. Und es ist still, also vom Wesen her ist das gar kein schlechtes Relaxo. Ich kriege ja ein... Moment, nee, Relaxo... So. Sind Relaxos nicht normalerweise physische Angreifer? Ach, ein Support-Relaxo geht bestimmt. Ein Support-Relaxo geht bestimmt. Bin mir ganz sicher. Mhm. Support-Relaxo mit Geowurf. Mhm. Justin aus... Ich habe den Namen, ich habe nicht gesehen, woher. Und was wird uns Justin geben? Was wird uns Justin geben? Wir Justin. Kriegen ein Tarnhelm! Okay, jetzt wird's schwierig. Was fliegt raus? Was du. Fliegt raus? Du. Nein, welches Pokémon fliegt für Tarnhelm raus? Keine Ahnung. Du. Nein, du fliegst raus. Ich weiß nicht, wie ich das sagen sollte, aber du bist raus. Aber wir verpassen. Weil das hier nicht um dieses Thema geht. Und ich spuck schon wieder auf meinen DS. Ihr solltet euch auch die fünfte Episode meines The Elder Scrolls Online Let's Plays angucken. Denn dort, finde ich, habe ich sehr schön einmal meine Stimme verstellt. Ich habe irgendwie mein Zimmer unter Wasser gesetzt, weil ich so viel gespuckt habe. Aber ich finde, ich habe die Stimme sehr gut verstellt. Steht das Zimmer noch? Was? Steht das Zimmer noch? Ja klar, es ist so ein bisschen niedergesackt, weil das ganze Wasser es runtergedrückt hat. Ah, okay. Ich habe sogar bis auf meinem Bildschirm gerade gespuckt. Ich habe so eine feuchte Aussprache. Ja. So, was fliegt raus? Du, immer noch. Nein. Doch. Wir haben nicht ein süßes kleines, das nur Bodycheck kann. Schatz, kannst du mal eben nachgucken, wann es irgendwas anderes erlernt, außer Bodycheck? Natürlich, mein Liebling. Danke. Ich liebe dich, wusstest du das? Ich dich auch. Und du bist so stark und schön. Okay, was hast du ausgefressen? Nick. Es könnte schließlich... Es kann nicht mal Schutzschild lernen. Wenn du ja schon selber nachguckst, bring ich dich um. Ich gucke ja nicht nach. Ich gucke nur, ob es TMs, die wir haben, erlernen könnte. Shiny Tarnhelm, cool. Ich weiß, ich habe ein Shiny Metagross. Und ich habe ein paar Shiny... Durch Levelanstieg erlernt es nichts. Okay. Es kann auch keine Attacken durch eine TM oder VM erlernen. Und wann entwickelt es sich? Level 20. Es kann echt nur Bodycheck. Und lernt Metang irgendwas Interessantes? Früh. Ich guck grad. Tarnhelm kann nur Attacken erlernen, die es entweder durch Levelanstieg oder durch TM VM erlernen kann. Und da ist nur... Ja, Metang jetzt, komm, hinne. Ich will weiterspielen.
Oh mein Gott, what the fuck? Metern kann Konfusion, Metallklaue, Verfolgung, Wunder, Ausdruck, ja, Kopfschuss. So auf Level 20. Konfusion, Metallklaue. Also würde es sich lohnen, es auf Level 20 zu spielen, ne? Ja. Aber auf Level 23 landet es dann schon der Verfolgung. Jetzt und es kann auch ganz viele TM und VMs erlernen. Ist jetzt nur die Frage, wer kommt raus? Wer fliegt? Wird der Kleine hier fliegen? Wird das kleine Nesquik fliegen? Oh. Ja. Aber wenn ich mir so ein ganzes Team so angucke, vor allem für die Gesteinsarena wäre das Metang echt klasse. Wie wär's mit dem scheiß Gift-Pokémon da? Gift-Käfer oder was auch immer. Ist. Ja, stimmt. Ich kann's, ich mag's nicht. Aber wir bräuchten. Es wäre natürlich. Ja, wobei, Metang wäre auch wiederum klasse für die Feenarena. Ja, okay, ja, ja. Ja, ja. Ich wechsle wieder auf die Player Search. Vielleicht kriegen wir heute noch einen Tausch. Mhm. Jetzt müssen wir gucken, dass wir Tarnhell ein bisschen leveln. Und dafür, genau für solche Fälle habe ich mir eigentlich, genau für solche Fälle habe ich mir eigentlich hier oben noch die beiden Trainer übrig gelassen. Ja, yeah. Nesquik entwickelt sich auf Level 20, ne? Ja. Okay. Mein Nesquik? Ja, Nesquik. Moment. Nesquiku. Das heißt eigentlich... Skoppel. Aber Nesquiku ist besser. Auf Level 20, ja. Und wirst du so einem hässlichen Monstervieh. Das ist voll gut, Mann. Es ist hässlich. Ab 20 Uhr ist nachts, ne? Ja. Das heißt, entweder müssen wir irgendwann mal einfach die Uhrzeit umstellen, oder wir müssen hoffen, dass Evili sich jetzt gleich entwickelt. Weil noch ist für uns 7 Uhr. Yes, Skoppel ist zurückgeschreckt. Evoli scherzt nicht rum. Wobei natürlich mit Biss wäre es natürlich auch ein super Nachthara. Aber wir wollten ja Psyana. Ja. Wir hätten doch lieber Nachthara würfeln. Naja, wir haben es ausgewürfelt. Richtig, wir hätten lieber Nachthara auswürfeln sollen. Ja. Wäre einfacher, weil wir irgendwie mal abends spielen. Ja. Ich sag's aber nicht schaffen. Weil entweder hab ich Schule... Oder du hast Uni. Ein Mehikel. Und da ich jetzt, da wir ja dieses so austauschen hier ausgeschaltet haben, muss ich natürlich jetzt erstmal Eevee hier so die ganze Zeit ein bisschen trainieren lassen. Vielleicht entwickelt es sich ja schon auf Level 19. Ich meine, wir sind schon relativ viel mit ihm rumgelaufen. Es hat bei keiner Arena mitgekämpft. Oder? Hat es? Nee, wir haben es nicht in der Arena benutzt bei Viola. Wusstest du, dass du dein Pokémon nicht Viola nennen darfst? Echt? Warum? Ich weiß nicht, es funktioniert nicht. Ich habe exakt so wie die Arena-Leiterin geschrieben, ich darf es so nicht nennen. Hm. Und noch ein interessanter Fakt, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt langsam behoben haben, aber auf jeden Fall konntest du dein, konntest du ein englisches Bisasamen nicht in der GTS vertauschen. Echt? Warum? Weil es heißt Bulbasaur. Und? Und Saur, also Saur, da steckt das Wort Sau drinne. Oh mein Gott, wie tragisch. Und das ist eine Beleidigung in Deutsch. Deswegen müssen alle Englisch... Muss man jetzt verbieten, dass man ein weibliches Schwein Sau nennt? Nein, aber einfach, weil es eine Beleidigung ist, wird es halt verboten, ne? Darfst es halt nicht tauschen. Also die armen Engländer. Also bei Sau denke ich eher an das weibliche Schwein, aber okay. Ja. Und wenn es dann noch so irgendwie dir weiter, gibt es noch ein paar andere Sachen, wie beispielsweise Nosepass oder Frostlass, ne? Mhm. Alles an sich keine schlimmen Sachen, aber weil dort das Wort S drinne vorkommt, geht's nicht. Müssen die einen Spitznamen geben. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt in der Sixth Gen behoben haben. Oh nein, bis es ein Team wirklich versteht. Komm, Evoli, entwickel dich! Nicht. Okay, ich glaube, es wird diesen Part auch kein Psyana.
Ganz ehrlich, das finde ich dann aber echt bescheuert, weil ich meine, du sagst ja jetzt nicht auf einmal auf Deutsch so, ja, nee, ein weibliches Schwein darf ja nicht mal Sau genannt werden, das ist ja eine Beleidigung. Ich meine, wodurch ist wohl eine Beleidigung geworden? Ja, du darfst ja ein weibliches Schwein noch Sau nennen, aber es geht ja darum, dass... Ja, aber, ich meine, nach diesem Prinzip müsste man das doch auch verbieten. Ja, aber da bezeichnest du es ja so. Es geht ja bloß darum, damit du jetzt nicht... es ist ja so an sich da, einfach bloß, dass der Wortfilter, den sie eingeführt haben, ne? Ja. Nicht richtig funktioniert. Ja. Deswegen geht es auch bei so Frostlass oder so, geht es nicht durch. Du darfst auch beispielsweise dein Pokémon nicht Sean Connery nennen. Warum? Keine Ahnung, du darfst dein Pokémon nicht Sean Connery nennen. Ich hab's noch nicht genau, also ich hab's selbst nicht ausprobiert, ich habe auf jeden Fall nur so ein Dual Egglock, ja genau, ein Dual Egglock gesehen, ne? Und da wollte der seinen Pokémon Sean Connery nennen. Weil er hat öfters seine Pokémon nach Prominenten benannt. Ne? Ja. Ging nicht. Okay. Er hat dann jetzt zwar sich, er wollte dann glaube ich nur Sean nennen, hat dann sich dann irgendwie vertippt und hat es dann einfach Sen genannt. Aber ich schätze mal, irgendwie bei Connery oder so, dass irgendwie was drin, was in irgendeiner Sprache eine Beleidigung ist. Ja, bestimmt. Ich meine, es geht ja wirklich bloß darum, dass du deine Pokémon nicht Arsch, Missgeburt und sowas nennen darfst. Ja. Dann sind sie halt losgegangen und haben so ziemlich alle Beleidigungen genommen. Wow, ganz schnell hier an denen vorbei. Wir wollen nicht. Oh, ich habe sogar den Doppelkampf übersprungen. Yeah. Na, Nina, das ist ein tolles Ohr. Bla 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 bla. Ich bin so klug und aber so klein. Ich bin so klug und ich schaffe es nicht, irgendwas zu machen, ganz ehrlich. Sanna? Ja, die macht noch irgendetwas Interessantes während der Story. Sie hilft uns, diese Tür aufzukriegen und holt zusammen mit Kalem/Serena ein paar Leute von Team Flair weg, ne? Aber was zur Hölle macht Trovato? Schau meine Tasse in den Pokémon an. Die Tasse ist so toll. Ist das nicht schön? Oh, Pokémon. Nein, das ist Tiano. Oh, stimmt. Ich bin so klug. Das ist doch ein Klugscheißer. Ich bin so klein. Hey, der macht gar nichts. Wie gesagt, ich bin klug, klein, fertig. Es ist jetzt unter Umständen eine voll blöde Idee. Weil das Pikachu da ist, ne? Ja. Aber es greift lieber das Satiri an, was ich gut finde. Yeah. Zumal ich Riesenangst vor diesem Krebscore habe. Krebscore, unser Feind. Es hat schon so viele Pokémon auf dem Gewissen. Ja. Yeah. Komm, Waninoko. Ja, gut, Waninoko schafft das ohne Probleme. Und jetzt, durch Statik wird es paralysiert. Wetten wir? Das bestimmt. So wusste ich das. Wieso wusste ich das? Alter, jetzt haben sie voll auf dich abgesehen. Ja, ich wechsle jetzt auf Evoli. Komm schon, Evoli, entwickel dich. Ja, komm schon, Kalem, mach mal irgendwas Interessantes und ich weiß nicht. Genau. Erledige Pikachu. Und natürlich ohne Ruxokeep. Uh-oh. 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 Kalem, mach was. Aber sowas von. Ja, hol ein Wasser-Pokémon raus. Ich werde versuchen, dieses doofe, blöde... Ernsthaft, Blubber, Kalem. Hat doch gereicht, Doppelangriff. Ja, aber... Ich werde jetzt versuchen, dieses doofe, blöde Vieh einzuschläfern. Okay. Und Waninoko wird sich im nächsten Part wird sich nach diesem Kampf entwickeln. Yeah. Beldum. Ja, so heißt Tarnhell auf Englisch. Ah. Oh nein, Krebskorb wird schläfrig. Ja, du kannst ruhig von mir aus den ganzen Tag Kalem fertig machen. Ja, habe ich nichts dagegen. Oh, guck mal, ein süßes Flabbebe. Oh, ein Flabbebe. Ein Flabbebe. Ein Flabbebe. 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 Ich glaube, der Gena... Kannst du nichts Besseres machen als Blubber? Ich glaube, irgendwie der Gena wäre irgendwie doch nicht so praktisch, war doch nicht so nötig. Nee.
Ich war mir halt nicht sicher, ne? Ist Evo den nicht langsam Level up? Ganz knapp. Nein, Flabbebe, mach was Böses. Oh. Karl, ernsthaft, wenn du jetzt wieder Blubber hat dieselbe Stärke wie Aquaknarre. Ja, aber vielleicht könnte er was anderes als irgendeine Wasserattacke einsetzen. Zum Glück ist das PP. Oder? Ja. Evoli versucht Heilung zu erlernen. Selbstheilung bei Vergiftung, Paralyse und Verbrennung. Nee. 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 Du besiegst Pokémon-Trainer Tiano. Yay! Und irgendwer möchte mit uns Pokémon tauschen. Oh mein Gott. Komm schon. Dö-dö-dö-dö. Bäm, 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 bäm. Das heißt, Evoli entwickelt sich wahrscheinlich auch nicht. Nee. Noch nicht. Evoli, warum tust du uns das an? Außer es gibt zwei Entwicklungen hintereinander, aber das... Doch, aber dann müsste... Ich glaube, das geht nach der Teamreihenfolge und folglich müsste das Evoli sein dann als erstes. Ja, okay. Ich meine, Waninoko war hinter Evoli. Okay. Aber yay, wir haben einen Tyrakrok! Das heißt, ich muss das Bild nachher ändern. Muss ich sowieso, weil wir Tana im Team haben. Ja. Nope, entwickelt sich nicht. Evoli, warum tust du uns dies an? Wir müssen Evoli trainieren, wir wollen es entwickelt haben. Ja, damit es irgendwie jetzt hier Level... Damit wir es bald gar nicht mehr benutzen dürfen. Ja! So, ganz hier oben entlang, weil ich jetzt... Einen Kampf! Ich weiß das irgendwie so, dass normalerweise... Ich setze Evoli einfach mal jetzt ein bisschen nach vorne und laufe mit ihm. Genau. Denn wir beenden den Part jetzt sowieso. Und ich werde mal so... 5 Minuten um den Brunnen da herumlaufen. Wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Bye.